Ich habe einen, oh, ich habe einen benutzt, ich Idiot. Voll. Okay. Waren ja ein paar, ne? Mensch. Könnte ich? Wusste gar nicht, kriege ich da jetzt Schrott raus? Nee, ne? Doch. Dann hat das doch ein bisschen Sinn. Kann ich wenigstens nochmal kurz in den Nahkampf gehen? Nägel sind voll. Das war sowieso mega geil, dass der hier rumgebackt ist. Allein für diesen Hut verdienst du den Tod, du Arschloch. Mode ist nicht jedermanns Sache, ne? Finde es schade, dass man die Bikes nicht irgendwie mitnehmen und verkaufen kann. Wäre auf jeden Fall um einiges interessanter. So, jetzt haben wir wenigstens Schrott. Hier Schrott man auch einfach mal braucht, um so ein Ding zu reparieren. Das ist einfach der Wahnsinn. Man kann nur 10 Schrott tragen, braucht aber 10, um seine Nahkampfwaffe quasi von Null auf wieder zu reparieren. Es ist immer so, okay. Dann rennt man Ewigkeiten mit einer Tasche voll Schrott rum, kann damit nicht anfangen. Und dann repariert man einmal seine Nahkampfwaffe und steht wieder ohne da. Völlig sinnlos. Habe ich hier noch was übersehen? Pflanzen? Nee. Bandagen. Oh, und ein Bike. Mal wieder schön sabotieren. Gärtnern. Ich wollte gerade sagen, das kann ich auch sabotieren, ist mein Bike. Wäre vielleicht ein bisschen doof. Ja, gehen wir doch gleich ab, die Quest, oder? Schon mal in der Nähe sind. Als ob ich hier reinlaufen würde. Mach das Tor auf. Tag, ich habe einen neuen Hut für dich. Sehr gut. Hat er sich so richtig gewehrt? Du, zahlst mehr, wenn's so war? Nein. Warum fragst du da? Mir gefällt einfach der Gedanke, dass dieser Mistkerl leiden musste, bevor er starb. Scheiße, Tag, ich mach das nicht zu deiner Unterhaltung. Er ist am Stein hängen geblieben. Ja, die KI hat wieder ihr volles Potenzial ausgeschöpft.
Den nächsten Job? Nee, ich muss hey, sagen. Beweg deinen Arsch an die Arbeit. Jedes Mal wird hier auch einer verprügelt. Jedes Mal wird hier wieder einer verdroschen, das ist unnormal. So, dann holen wir uns doch jetzt. Bike hat zu wenig Benzin. Oh Gott! Hey. Kann auch nichts machen, ne? Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich stehe hier, wird jemand verdroschen und ich kann nichts tun. Wie laufen die Geschäfte, Jenny? Wann gibt's gar nichts mehr, weißt du? Alles klar. Falsche Taste gedrückt, ich voll deutlich wundere mich, warum es nicht losgeht. Holy shit. Greif ihn an! Feuer! Feuer! Scheiße, was habt ihr für eine Waffe? Weg hier! Ich lade nach! Ja, lad mal nach. Mein verdammtes Camp geplündert? Vor allem, ich höre nur so, ich tipp, das ist wieder typische Tipps kurz am Handy, hörst nur so, hä? Da los? Und dann geht's ab. Ich weiß gar nicht, ob Boozer mir ja letztes Mal wieder irgendwas gemacht hat. Manchmal, also wo er noch hier war, hat er mir immer irgendwelche Waffen geschmiedet. Ihr Inventar ist halt immer einfach doppelt dauervoll. Ich nehme jetzt einfach mal einen Verband, weil ich es kann. Guck mal, vielleicht durch einen blöden Zufall, aber ich glaube es fast nicht. Nö. In den Waffenschrank kann nicht gehen. Aber das hat auch nichts Interessantes drin. Das sind quasi die Waffen, die ich habe. Armbrust ist eigentlich ganz nice, weil man die immer wieder nachcraften kann, wenn man Bäume findet. Da kann man sich die Pfeile schön zurechtschnitzen, die Bolzen. Aber ansonsten, ja, es hat keine Sniper, ne? So eine Sniper ist schon was Feines. Bin ich mal gespannt, wie er mit dem Bike fahren will, wenn er nur noch einen Arm hat. Du hast wirklich mein Bike geholt? Ich wollte nicht, dass Corpus kriegt und ausschlachtet. Oh Mann, Dick. Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht. Ich meine, du alter Sack brauchst die ja wohl nicht. Scheiße. Danke, Bruder. Das vermisse ich echt. Durch die Gegend cruisen. Jetzt ist er noch deprimierter. Perfekt. Hätte ich dir auch sagen können. Aber er kann sich theoretisch umbauen. Ich wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Warte, was? Gern geschehen. Ricky Ende. Iron Make, Stufe 2. Brauche ich ja nur noch. Oh, wir haben sogar endlich eine Quest komplett fertig. Können wir unser Bike hässlich ansprayen? Perfekt. Gucken wir doch gleich mal. Schon wieder irgendwie eine Sidequest. Jetzt mal, wenn man die Karte aufmacht, ist immer nur auf der Minimap.
Idealfall. Im Idealfall, das ist meins. Wie sieht das so anders aus? Wie geht's dir? Ich suche noch ein paar Sachen. Im Idealfall sind es Leute, die man da rekrutieren kann fürs Camp, bringt ungefähr 1000 Erfahrungspunkte, je nachdem, was für ein Camp ist. Willst du auftanken? Optik oder Lackierung? Wie lange es auch mal dauert, bis die Texturen geladen haben. God of War. Horizon Zero Dawn, die ganzen Spiele hier einfach mal reingebracht. Death Stranding. Lass mich raten, das waren die 40 GB Update. Was ist? Das ist schon cool. Das kann man nehmen. Der Stranding BB-Basis. Home-Basis. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Mann, sind die alle schön. Ist das ironisch gemeint gewesen? Also ein paar waren schon cool, aber... alles, ne? Das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Denk mal nach. Okay, alles klar. Ja. Also ironisch. Level 2. Hä, bin ich nicht gerade aufgestiegen auf Level 2? Bin ich nicht. Oh, das ist eben ein Scheinwerfer. Das ist nur das ist nur Optik. Habe ich was zur Leistung? Ich gucke jedes Mal neu rein, aber ich habe, glaube ich, alles ausgebaut. Ja, größere Taschen kann ich mir gleich kaufen. Oh, ich könnte mir einen größeren Tank holen, der wahnsinnig viel mehr bringt. Ich muss hier reinskillen, ne? Weil hier kann ich noch ausbauen. Und keine Dämpfung? Auf übelste Dämpfung. Am besten sind die Reifen ab Stufe... Stufe 2 und... Achso, nee, das unterscheidet sich einfach nicht. Ich bin hier, wenn was ist. Oh, ich komme nicht an meinem eigenen Bike vorbei. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner Beute Level 2 vollkriege. Wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? So, ihr hattet euch erinnert... Erinnert euch, wir hatten uns vorhin diese SMP9 angeguckt. Die ist in einem normalen Zustand. Gab es auch in dem anderen Camp. Aber da war sie im schlechten Zustand. Kann das sein, dass die Feuerrate nur besser ist? Ah ne, bei der anderen war der Schaden noch geringer, ne? Der vergleicht die jetzt mit meiner Pistole, glaube ich. Und hier ist der Schaden mindestens gleich und ich habe eine höhere Feuerrate. Bei der anderen war der Schaden noch geringer. Okay. Ja, was soll ich sagen? Da wird uns nicht viel übrig bleiben. Dann bis bald. Hey, Mann. Wie läuft's? Alles verkaufen. Okay, gut. Das war's. Ja, das war's, ne? 154.
Jetzt habe ich noch 10-mal Fleisch vielleicht, ja, wenn es hochkommt. Gut siehst du heute aus. Wow. Das reicht trotzdem nicht. Das ist alles für heute. Oh doch, es hat gereicht. Yeah, Stufe 2. Wir können unser Bike extrem aufpimpen, können uns aber immer noch keine neue Waffe kaufen. Woo, krass. Dick, dick, dick. Wo warst du denn bloß so lange? Blair, wie geht's dir? Oh, da brauche ich auch Stufe 3. Ja, stimmt. Aha, aha, aha. Ja, ja, doch. Das wusste ich natürlich. Und im anderen Camp gab es noch eine andere Vollautomatik, ne? Ach, ich bin so krank. Na gut. Ich hab alles kaufen. Mögliche. Ja. Lass mich mal öfter blicken. Hast du das gerade gesehen? Das war doch ein Laserpointer. Von der Sniper. Geht da draußen einer rum und versucht hier reinzusnipen? Oder war es vielleicht einer der wenigen Bugs? Man weiß es nicht. Hey, Deacon. Was? Wie geht's dir? Wir haben jetzt 15.000 Punkte. Wir wissen, was jetzt kommt, ne? Es wird jetzt erstmal alles für das Motorrad rausgeschmissen. Was möchtest du noch? Größerer Tank. Besserer Rahmen. Das hält erstmal. Bessere Federung. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Mehr Lachgas. Gute Wahl, schick und robust. Bessere Reifen. Welche nehmen wir da? Machen wir das gleiche, sehen nur unterschiedlich aus. Ich muss sagen, ich finde die ersten besser. Ja, das ist echt gut. Und ein neuer Fehler. Wow. Was möchtest du noch? Das hält erstmal. Hey. Ich bin hier, wenn was ist. Willst du sehen, was ich hab? Nochmal $50 nach, also für 50 Coins nachtanken. Ich bin hier, falls was ist. Ist ja mega großer Tank, wa? Wow. Deacon, ich freue mich. Hey Blair, wie läuft der Waffenhandel? Sehr gut. Okay. Und so, liebe Kinder. Yep. Sind meine ganzen Schalldämpfer kaputt? Nee. Nicht noch einen? Okay. Also ich kann jetzt die Waffe nicht ausrüsten, aber 40%. Ich glaube, für meine normale Knarre hatte ich doch auch noch, oder? Deek, sei vorsichtig. So, wir sind auf jeden Fall wieder ausgerüstet. Schön, dich zu sehen. So, Quest. Le Questos. Haben wir gar keine Quest? Okay. Wir haben gerade keine Quest. Wahrscheinlich müssen wir erstmal rausfahren. Hat die uns eine Quest zu geben? Kein Job verfügbar. Warte, ich mach das Tor auf.
Hier liegen einfach mal zwei Typen. St. John, hier spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Hey, Cope, was gibt's? Wollte mich nur melden. Ein paar von meinen Männern waren neulich auf dem O'Leary Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden, in einem Waldarbeiterwachturm. Ach was. Ja, haben sie gesagt. Soll verlassen gewesen sein. Tja, aber... War meins. Wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt. Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, Mann, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, um das Ding abzuholen, war das Bike weg? Das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber... Jetzt wart's ab. Das Beste kommt doch erst noch. Sie sagen, dass das Bike aussah wie das, was Boozer früher immer fuhr. Okay, nochmal von vorne, Cope. Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain und habt da anscheinend Boozers Bike gefunden, ja? Und das Erste, was ihr denkt, ist, hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Deke, Bergen. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe mich gefragt, was wohl mit Boozer passiert ist. Manny sagt, er hat ihn schon eine Weile nicht gesehen. Keine Ahnung, Cope. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst. St. John, Ende. Kann irgendwie keiner einen anderen leiden. Das ist irgendwie schon strange. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hinfahren soll. Entweder kommt jetzt gleich eine Mission. Wir könnten ja mal hier hinterfahren, aber es lohnt halt auch nicht wirklich, was zu erkunden. Einfach mal einen Marker. Deacon, hörst du mich? Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? What the fuck? Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. Ah, ja, okay. Da war er schon wieder. Frank, komm mal doch mal vorbei. Ich bin gerade rausgefahren. Wollt ihr mich verarschen? Also, wie ich das einschätze, sitzt er in einem Baum. Ich habe es nicht genau gesehen, von wo es kam. Da hinten. Ja, gut, dass ihn das nicht interessiert. Ein Treffer. Ernsthaft? Und wie, das ist bei kaputt, oder? Nee, ist es nicht. Da hat mich doch wirklich einer abgescoped von da. Und die zwei Lübbellappen da gehören zu dem. Oh, perfekt. Oh, scheiße, das ist in der Falle. Ich die muss Geisel helfen. Lag da gerade eben noch nicht. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Es ist wieder verbuggt. Ach ne, ich muss von der richtigen Seite ran. Das wird schon wieder. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Ein Camp? Ja, wo? Ja, ja, ich gehe hin. So, ich weiß immer nicht warum. Bei Iron Mike gibt es einfach mal 1000 Punkte immer. Und da wir da die Waffe haben wollen. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke. Stehst genau davor, Digga. Einfach nur durchlaufen. Dachte, ich würde sterben. Da läufst du in die falsche Richtung. Das war Deacon. Deacon St. John. Nicht anhalten. Bleib in Deckung. Das ist immer total lächerlich, so. Ja, das Game ist jetzt nicht so KI-mäßig das Geilste. Da kommt jemand. Oh, hey, mach auf. Die Typen kenne ich. Dieg, lange nicht gesehen. Blair, gut siehst du heute aus. Spielt hier wieder jemand Musik? Haben wir ja schon. Kennen wir schon, hatten wir schon. Keine Zeit für sowas.
Hey, Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lang nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Dafür bin ich jetzt zurückgefahren, ja. In einer Moralpredigt. Cool. Boozer Boy. Und direkt. Wie geht's dir? Direkt meinen Marker gelöscht, das Game. Schon dabei. Moment. Boozer geht's gut. Er wird überleben. Sogar noch da, aber jetzt haben wir eine Story-Mission. Also. Die 3 Meter hin und zurück hat mich schon wieder ein Viertel krank gekostet, ey. Das ist unnormal. Hier schon wieder los. Wölfe, leck mich hart. Es gibt nichts Schlimmeres in diesem Spiel als Wölfe. Abgesehen von den Herden, die immer durchlaufen. War doch wieder irgendeine Sonderquest. Ach, zu blöd. War hier nicht gerade noch ein Fragezeichen? Jedes Mal das Gleiche. Feuerbar mit Marzipan. Warum die Farm hier aufbauen. Das Gras ist hier genauso beschissen braun wie neben der anderen Hauptbasis. Im Sumpf wäre es wahrscheinlich noch besser. Wow. Ich muss arbeiten. Sag ich mir jeden Früh, jetzt muss ich ja auch noch. Moment, ich mach auf. Hey, Boozman. Wie läuft's? Ich hab mächtig Spaß. Traumhaft hier. Okay, bis bald. Wow, ernsthaft?